Warum behauptet so eine Frau, dein Kindermädchen gewesen zu sein? Um sich wichtig zu machen. Und warum nennt sie dich dauernd Clara? Keine Ahnung. Weil sie, wie gesagt, nicht ganz dicht ist. Dein Vater sucht doch eine Aushilfe. Naja, da ich sowieso knapp bei Kasse bin, da dachte ich mir, vielleicht rede ich mal mit deinem Vater. Ja, vielleicht kann er ja einen kräftigen Jungen mit Bauerfahrung gebrauchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum nicht? Weil du auffliegen wirst. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich bin Clarissas Mutter. Deine Großmutter. Von China. Bitte, Jan, du musst mir glauben. Es ist die Wahrheit. Ich bin Claras Mutter. Das ist unmöglich. Meine Großmutter ist längst tot. Ach. So hat sie es erklärt. Mein Gott. Jetzt passen Sie mal auf. Meine Schwester war am Grab meiner Großmutter. Sie hat es mit eigenen Augen gesehen, also erzählen Sie mir nichts, okay? Jan. Ich weiß auch nicht, wer da beerdigt ist. Jedenfalls nicht deine Großmutter. Denn die steht nämlich hier vor dir. Also was denn jetzt? Zuerst sind Sie Clarissas Kindermädchen. Dann meine Großmutter, morgen vielleicht Charlies Tante oder was? Jan, ich kann es dir beweisen. Das kann doch gar nicht sein. Meine Großmutter hieß Kaufmann und nicht Prozeski. Im Moment, Moment. Warten Sie. Jan, ich werde dir jetzt etwas zeigen. Dann wirst du sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Hier, bitte. Sag mal, soll ich euch verraten, woher ich wusste, wo der Lichtschalter ist? Na, sind Sie Hellseher? Nein. Ich wette, das Licht war an. Ja, es kann natürlich sein. Du lässt es immer brennen, weißt du das? Ich? Ja. Das ist ja wohl die Höhe. Nein. Ich habe den Lichtschalter angemacht. Ich weiß nämlich genau, wo er ist. Ja, ich kenne mich hier besser aus, als ihr denkt. Können wir uns mal über was anderes unterhalten, als über diesen beknackten Lichtschalter? Hey, was hast du denn? Nichts. Ich finde die Kellerbeleuchtung nur nicht besonders interessant. Ich gehe schon. Wanda? Ach nein. Der Termin verschiebt sich. Wieso denn? Naja, schon gut. Ich habe nur 20.000 Mark jetzt in der Wohnung rumliegen. Sie geben mir aber Bescheid, ja? Ich bin wirklich interessiert. Gut. Danke Ihnen. Wiederhören. Was war denn los? Ach, ich will mir einen Transporter kaufen. Und jetzt verschiebt sich der Liefertermin. Jetzt haben Sie uns aber immer noch nicht gesagt, woher Sie sich hier so gut auskennen. Woher wussten Sie, wo der Lichtschalter ist? Was? Das weiß ich aus einem früheren Leben. Ich war nämlich schon mal hier. Du glaubst an Wiedergeburt? Auf jeden Fall. Hi. Oh, hallo, Gero. Ich habe Pause im Krankenhaus und weil ich gerade in der Nähe war, dachte ich, ich schau mal vorbei. Du, das ist wirklich süß von dir, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ach komm. Eine kleine Pause wird doch mal drin sein. Nein, leider nicht. Ich müsste mit dem Ding schon längstens fertig sein. Aber vielleicht heute Abend, hm? Oder morgen. Hm. Oder erst dann nächstes Jahr? Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ruf mich doch an. Hm? Gute Idee. Also dann, bis später oder so. Ja, bis später. Ja, das ist eine Überraschung. Komm, setz dich. Wie geht's dir denn? Clarissa, warum hast du mir verschwiegen, dass unsere Großmutter noch lebt? Was? Warum hast du uns belogen?
Jan, was redest du denn da? Du hast behauptet, dass deine Mutter tot ist. Dabei lebt sie. Und sie heißt auch nicht Kaufmann, sie heißt Prozeski. Ja, behauptet, dass diese Verrückte, die dich verfolgt? Ja, genau die. Und sie kann es sogar beweisen. Hier. Bist du das hier auf diesem Foto? Oder bist du es nicht? Was weiß ich, wahrscheinlich eine Fotomontage oder irgendjemand, der mir ähnlich sieht. Aber du weißt doch überhaupt nichts. Ach nein? Jan, du solltest dich besser auf die Suche nach Julia konzentrieren, statt dich mit dieser Alten abzugeben. Ich merke schon, das hat keinen Sinn. Ach Jan, jetzt sei doch vernünftig. Das ist eine Verrückte, glaub mir. Dir glauben? Das kannst du nicht wirklich annehmen, oder? Bist du verrückt? Willst du auflegen oder was? Natürlich nicht. Dann reibe nicht eben unter die Nase, dass du dich hier weiß Gott wie gut auskennst. Und dann dein Gequatsche von Wiedergeburt. Du hast ja nicht mal alle. Susanne, es hat keiner was gemerkt. Na Gott sei Dank nicht, sonst wärst du vielleicht wieder im Knast. Noch lauter brüllen, ja? Ist doch wahr. Susanne, es denkt sich doch keiner was bei meinen Sprüchen. Du machst dich nicht verrückt. Ich mach mich nicht verrückt. Du machst mich verrückt. Ich weiß das aus einem früheren Leben. Seid ihr noch immer bei der Wiedergeburt? Ich mach gerade einen Kaffee. Wollt ihr einen mittrinken? Nee, für mich nicht, danke. Nein, ich fahr gleich nach Düsseldorf. Ja, dann trinke ich mit Arno Kaffee. Machen Sie es gut. Tschüss. Siehst du, die denkt tatsächlich, ich glaube an die Wiedergeburt. Die würde nie dahinter kommen, was ich wirklich damit gemeint habe. Mach, was du willst. Na gut, dann werde ich mal. Bis heute Abend, ja? Ciao. Frau von Anstetten, guten Tag. Herr Fröhlich, kommen Sie, setzen wir uns. Danke. Ja. Ich habe mir hier ein paar Werbeagenturen angesehen, die vielleicht für Sie in Frage kämen. Ah, bevor wir loslegen, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Wollen Sie Geschäftsführer meiner zukünftigen Werbeagentur werden? Ihr Angebot klingt sehr verlockend. Aber? Ich fürchte, ich kann es nicht annehmen. Wieso nicht? Wie soll ich das sagen? Ich möchte mir gerne meine Unabhängigkeit bewahren. Außerdem verdiene ich als freier Werbeberater sehr gut. Ich müsste viele gute Kunden aufgeben und das möchte ich nicht. Gut. Ich hoffe, Sie werden Ihre Entscheidung nicht irgendwann bereuen. Das hoffe ich auch. Aber lassen Sie uns jetzt doch zu den Angeboten kommen. Da sind wirklich ein paar sehr, sehr interessante Kandidaten. Sehen Sie hier. Mhm. Ja, und zu welcher Agentur würden Sie mir raten? Zu dieser hier. Die ist aber in München. Das schon, aber sie hat einen sehr guten Ruf und einen ausgezeichneten Etat. Auch im Kosmetikbereich. Ah ja. Ich habe Ihnen hier eine Etatliste ausgedruckt. Bitte. Danke. Die Inhaberin ist Erika Sander? Ja, ganz recht. Ja, dann kontaktieren Sie mal die gute Frau. Und die anderen Angebote möchten Sie gar nicht prüfen? Nicht nötig. Na gut. Aber erwähnen Sie meinen Namen erstmal nicht. Wenn Sie das möchten? Ja, das möchte ich. Mein Name könnte Sie vielleicht verunsichern. Ach so. Ja? Ja, ist gut. In ungefähr einer Stunde? Ja. Ciao, Herr Fröhlich. Arno, ich muss nach Düsseldorf. Geschäfte? Aha. Uh-huh. Sieht so aus, als ob sich da was anbahnt. Gut. Mhm. Ich muss auch gleich los. Ach, Erika. Mhm. Eine Sekunde. Susanne. Ja. Fällt dir nicht auf, wie verkrampft sie in Gegenwart von Tobias ist? Findest du? Ja, wie eben, als wir über den Lichtschalter gealbert haben. Aggressiv ist sie geworden. Ach Quatsch, die war ein bisschen genervt. Weiter nichts. Weiß nicht. Ja, wenn du willst, kann ich ja mal mit dir reden. Aber nicht jetzt, weil jetzt muss ich nach Düsseldorf. Will ich? Aha. Also, toi, toi, toi. Danke, tschüss. Natürlich hat Clarissa alles abgestritten. Und das Foto? Angeblich eine Fotomontage oder jemand ganz anderes. Natürlich. Aber eins verstehe ich gar nicht. Warum hast du dich nicht früher gemeldet? Du hast doch gewusst, wo du Clarissa erreichen kannst. Weil... Ach, ich wusste ja auch, dass sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollte.
Ja, aber warum? Ich meine, es muss doch einen Grund dafür geben. Ach, Jan, lass uns doch nicht mehr dran rühren. Clara hat uns viel Kummer bereitet damals. Ach, schon so lange her. Das war schon komisch, als ich sie nach all den langen Jahren plötzlich im Fernsehen gesehen habe. Euch beide, meine ich. Ja, natürlich, aber warum kommst du erst jetzt? Es hat dich doch niemand daran gehindert, früher zu kommen. Die Vergangenheit hat mich daran gehindert, Jan. Die Vergangenheit ist oft stärker als alles andere. Manchmal sogar stärker als die Sehnsucht nach dem eigenen Kind. Grüß dich. Hey, hier. Markus. Hast du jetzt Feierabend? Feierabend? Nein, leider noch nicht. Was? Es ist 5 Uhr. Ja, aber Freiberufler hat doch nie Feierabend. Schon gar nicht um 5 Uhr. Ach, da ist mein Termin schon. Du entschuldigst mich? Frau Sander, freut mich, Sie kennenzulernen. Darf ich? Gern. Ja, wo wollen wir uns hinsetzen? Vielleicht da hinten. Sind wir ungestört? Okay. Bitte. Bitte. Ja. Ja. Ja, natürlich. Moment, ich notiere mir Ihre Nummer. Einen Augenblick. So. Jetzt. 0170, also Handy. 84. 33. Ja, dann machen wir das klar. Bin Ihrer Meinung, wir müssen zuschlagen. Das ist die Gelegenheit. Also, bis dann. Sag mal, ich muss noch auf eine der Baustellen, da gibt es irgendwie Probleme. Willst du mitkommen? Ach, ein andermal, danke, ja? Okay, dann bis später. Bis später, tschüss. Ja? Hey, Susanne. Was hat er? Hey, bist du sicher? Ja, aber er kann doch gar nichts wissen. Was für eine Visitenkarte. Susanne, jetzt bleib ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bring das in Ordnung. Komm, gib mir die Nummer, ja? Mhm. Ja? Pass auf, Susanne. Wir müssen jetzt erstmal wissen, was los ist. Wir treffen uns nachher im Park, ja? Übliche Stelle. Komm, Susanne, mach's gut. Bis dann. Ja? Schmidt? Ach, nein, nein, ich hatte nur jemand anders erwartet. Ja? Ich bin nicht mit der Kripo verbunden. Gebrauchtwagenhandlung. So. Ja gut, dann entschuldigen Sie bitte, ja? Wiederhören. Ihre Agentur scheint einiges abzuwerfen. Ich kann nicht klagen. Und dann möchten Sie sich einen Partner ins Haus holen? Müssten Sie den Gewinn doch teilen. Ja, das schon. Aber mit zusätzlichem Kapital könnte ich expandieren und dann richtig satte Etats an Land ziehen. Das ist ein Argument. Und deshalb ist es für mich besonders wichtig, einen finanzstarken Partner zu haben. Können Sie das denn bei Ihrem Kandidaten garantieren? Ach, oh ja, unbedingt. Ja, und warum darf ich dann nicht wissen, wer es ist? Ich wurde um Diskretion gebeten. Ich muss doch wissen, mit wem ich es zu tun bekomme. Das können Sie auch. Wenn Sie möchten, schon heute Abend. Ah ja. Dein Großvater war oft krank. Besonders in den letzten Jahren vor seinem Tode. Tja, da musste ich immer mitarbeiten, damit wir wenigstens etwas hatten. In der Fabrik, den ganzen Haushalt. Es war nicht immer leicht. Hat Clarissa euch denn nie geholfen? Im Haushalt, meine ich. Clara? Die war doch längst weg. Warum nennst du sie immer Clara?
Naja, weil sie so heißt. Aber sie ist ja dann nicht mehr fein genug gewesen. Ach, sie wollte ja immer weg von uns. Und dann ist sie auch auf und davon. Hat sich rumgetrieben, ja, bis sie dann endlich den Grafen geheiratet hat. Und dann? Hat sie euch unterstützt? Mit Geld, meine ich. Von wegen. Sie hat doch nie einen Pfennig übrig gehabt. Und besucht hat sie uns auch nicht. Nie. Nicht einmal, als ihr Vater im Sterben lag. Der war immer gut zu ihr. Tja, so ein Mensch ist sie. Es ist schwer, sie zu verstehen. Meistens ist sie so egoistisch und hart und berechnend. Und dann wiederum so freundlich und hilfsbereit. Freundlich? Hilfsbereit? Clara? Ja. Manchmal schon. Nicht oft natürlich, aber manchmal. Sie war zum Beispiel die Einzige, die mich bei der Suche nach Julia unterstützt. Vielleicht verspricht sie sich was davon. Ja, na klar. Ihre Tochter zu finden. Na, ich weiß nicht. Ohne Hintergedanken tut sie nichts. Okay, ich habe mich geirrt. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich halte diese Zitterpartien nicht mehr aus. Susanne, bitte. Jetzt beruhig dich doch mal. Uns wird nichts passieren. Unsinn! Wir können jederzeit auffliegen. Ein Wunder, dass mein Vater dich noch nicht an deiner Stimme erkannt hat. Ach was, das doch, ist doch... Oliver. Und diese Unsicherheit macht mich fertig. Das merke ich ja. Aber was soll ich denn machen? Ich meine, ich kann mich doch nicht in Luft auflösen. Vielleicht solltest du wirklich fliehen. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Was? Aber ich kann dich doch nicht einfach hier alleine lassen. Aber es ist doch besser, als sich schnappen zu lassen. Susanne, ich gehe nicht ohne dich. Oliver, nur weil ich hier nicht weg will, kannst du doch nicht riskieren, dass sie dich wieder einlochen. Außerdem habe ich überhaupt keine Knete, um abzuhauen. Weder für mich allein noch für uns beide. Aber wenn ich welche hätte, dann könnte man natürlich noch mal über eine Flucht nachdenken. Aber so? Wie kannst du dir bloß so einen Bären aufbinden lassen? Die Alte ist eine Betrügerin. Merkst du das denn nicht? Denk doch mal nach. Dieses ganze rührselige Geschwätz von der armen Mutter, die sich für ihre Familie abrackert, und der bösen Tochter, die ihren Vater auf dem Sterbebett im Stich lässt. Ist doch wie im schlechten Film. So glaubst du das auch noch. Aber warum sollte sie sich so etwas ausdenken? Was hätte sie davon? Jan, manchmal bist du wirklich ein bisschen naiv. Die will Geld. Mein Gott, schließ doch nicht immer von dir auf andere. Ich verstehe, dass dir Julias Verschwinden sehr nahe geht und dass du immer noch etwas durcheinander bist. Trotzdem solltest du nicht so mit deiner Mutter reden. Was erwartest du, wenn du mich dauernd anlügst? Warum gibst du nicht einfach zu, dass Erna Prozeski deine Mutter ist? Weil sie nicht meine Mutter ist, ganz einfach. Mein Mädchenname ist Kaufmann. Und was ist mit dem Foto? Ach, das beweist doch überhaupt nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du dich mit dieser alten Schachtel überhaupt abgibst. Geschweige denn ihr glaubst. Ich finde sie sehr überzeugt. Ach, dann bin ich deiner Ansicht nach eine Lügnerin. Jan, ich bin deine Mutter und ich sage dir, die Frau spinnt. Tja, da steht wohl Aussage gegen Aussage. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Du wirst der wohl nicht mehr glauben als mir. Und wenn doch? Dann tust du mir sehr leid. Aber vielleicht sollten wir unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Wenn du wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen bist. Und jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich habe noch eine geschäftliche Besprechung. Hallo. Hallo, Papa. Hallo. Na? Ganz schöner Batzen Geld, was? Ist das das Geld fürs Auto? Ja. 20.000 für einen Transporter. Guter Preis, was?
Willst du das Auto gleich noch kaufen? Nein, wahrscheinlich erst morgen. Morgen? Und dann lässt du das Geld so lange hier liegen? Ja, was bleibt mir übrig? Und wenn das einer klaut? Klauen? Wer soll das denn klauen? Du bist doch da. Ja, wir wären soweit. Ja, ich auch. Wo geht ihr hin? Ja, Arno hat mich zum Essen eingeladen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit. Tschüss. 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 Kai, es ist nicht mehr mit Susanne auszuhalten. Die ist total mit den Nerven runter. So wie ich kann, mache ich hier die Pflege. Ja, das mit der Knete kriege ich organisiert. Ja, wahrscheinlich heute Abend schon. Du, ich muss Schluss machen. Hi. Hi, na? Schon Feierabend? Ja, endlich. Ich muss jetzt erstmal unter die Dusche. Aber danach können wir ein Bier trinken, wenn du willst. Ah, sorry, du, ich bin leider schon mit Susanne verabredet, weißt du? Ach so, ja dann. Viel Spaß. Danke, den werden wir haben. Bin ich aber mal gespannt, wer der geheimnisvolle Interessent ist. Guten Abend, Frau Sander. Darf ich vorstellen, Clarissa von Anstetten, vielleicht Ihre zukünftige Partnerin. Aber nur vielleicht. Natürlich nur vielleicht. Wir müssen ja erst mal ins Geschäft kommen. Bitte. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Tja, dann lassen Sie uns doch gleich zur Sache kommen. Frau von Anstetten interessiert sich für Ihre Agentur. Sie suchen einen potenten Teilhaber. Es gibt also keinen Grund, sich nicht zu einigen. Auch den einen oder anderen wüsste ich schon. Ich kenne Frau von Anstetten schließlich. Oh, kennen ist da vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich würde eher sagen, wir sind uns schon mal begegnet. Oder Sie haben viel über mich gehört. Was aber nicht alles stimmen muss. Ach nein. Nun, das Gute stimmt, das Schlechte ist gelogen oder übertrieben. Nun ja, ein finanziell potenter Partner werden Sie in jedem Fall. Und das ist im Moment das, was zählt. Sehr richtig. Na, dann lassen Sie uns endlich beim Geschäft reden. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja. Ich glaube, ich könnte jetzt einen kleinen Schluck vertragen.